Ich bedanke mich bei allen, die heute zugesehen haben und bei allen, die die Information über das, was hinter dicken Mauern, hinter der Wahrnehmung der Massen, verdeckt, geschützt durch strukturell organisierte Lügenkonstrukte, geschützt durch, ja, man muss sich fragen, bei Pfandbon und Banksterboni, man muss sich fragen, wenn Steuerstraftaten, die angezeigt werden, dazu führen, dass der Anzeigende, es gibt inzwischen schon den Begriff molnatisiert, psychiatrisiert, dass Steuerfahnder, wollen sie auch bei Superreichen, bei Menschen, die mit ihrem Lobbyismus und ihrer schieren Kapitalmasse die Macht und die Möglichkeiten haben, die Gesellschaft zu transformieren. Wenn sie dort ermitteln wollen, dann werden sie zu Scharlatanen geschickt, zu psychiatrischen Gutachtern, die ihnen mit Volksgerichtshofsfragen, mit Suggestivfragen, mit unfairen Fragen, auf jeden Fall das vorher schon Feststehende, in die Akte schreiben. Stellen Sie sich vor, Sie werden gefragt, parken Sie immer noch auf Frauenparkplätzen? Ja oder nein? Antworten Sie, ja oder nein? Ja oder nein? In beiden Fällen erhalten Sie die vorgegebene Strafe. Das war bei den Nazis unter Freisler so. Das war in der DDR so. Und das ist dort, wo die Mauern beginnen, die Mauern in den Köpfen, die Mauern des Schweigens, die Mauern, hinter denen das Unrecht geschieht, dort ist es auch heute so. Und deshalb werden wir Mahnwache halten. Montag für Montag, solange bis es sich ändert. Wir werden lauter. Wir werden die nächste Woche kreativ. Wir werden mit, wie war das bei den Mauern von Jericho, jetzt müssen wir nur Mauern in den Köpfen einreißen, mit den Schofaren, den Widderhörnern, den Trompeten von Jericho. Wir erinnern uns an die Verabschiedung des Bundespräsidenten mit Vuvuzelas. Und wir erinnern uns daran, dass wir den Gehörschutz nächste Woche nicht vergessen. Danke.